Ja Leute, heute bauen wir die Facelift Frontscheinwerfer für den BMW E39 ein. Und da beginnen wir mal als allererstes damit, das Auto vor eine Wand, eine Garagentor oder sowas zu fahren, um bei den alten Scheinwerfern, bevor wir die ausbauen, noch die Leuchthöhe und den Leuchtkegel zu markieren, damit wir das später genauso wieder einstellen können. Wie gesagt, dafür das Fahrzeug vor einem Garagentor oder eine Wand fahren. Natürlich ist es immer besser, wenn nicht gerade die pralle Sonne drauf scheint, wie es jetzt ist, aber wir kriegen es auch so hin. Licht anmachen und dann sehen wir hier die ungefähre Leuchthöhe. Die markieren wir einfach mit einem Stück Klebeband. Das ist die Höhe. Und hier sieht man auch noch die Steigung des Kegels. Also das ist natürlich ungefähr, aber immerhin. Das gleiche dann natürlich auch noch auf der anderen Seite. Und dann ist natürlich wichtig, das Fahrzeug während der gesamten Umbaumaßnahme natürlich nicht mehr zu bewegen, und um den Abstand dann auch halten zu können. Jetzt geht es an den Ausbau des Scheinwerfers. Der ist befestigt mit 4 Schrauben. Größe, also Schlüsselweite 8, also 1, 2 und dann hier unten 3 und 4. Dahinter, hinter dem Klimateil. Und bevor wir die rausschrauben, stecken wir noch sämtliche Stecker zum Scheinwerfer hin ab. Und auch nicht vergessen, den Stecker für den Blinker hier auch noch mitnehmen. So. Jetzt fangen wir mit den Schrauben an. So, und wenn wir die jetzt raus haben, dann können wir den Scheinwerfer einfach nach vorne rausziehen. Jetzt müssen wir als erstes dann noch die lackierte Leiste des Scheinwerfers auch noch rausmachen. Das geht, indem wir dann hier die Sachen ausklipsen. Da könnte man sich auch zum Beispiel den Clipheber zur Hilfe nehmen, wenn man einen da hat. Oder man biegt es halt einfach ein bisschen hoch. Hier wichtig, auch nicht vergessen, beziehungsweise, dass die Gummileiste abfällt, die sollte nach Möglichkeit mit dranbleiben. Jetzt die Leiste in den neuen Scheinwerfer reinklipsen. So. Und dann diesen einfach wieder zurück in Position bringen. Hier hinten nur dann darauf achten, dass die Leiste hinter dem Blech mit verschwindet, weil sie da praktisch auch nochmal eingehakt ist mit. So. Und jetzt sitzt er praktisch schon drinnen. Jetzt muss er nur noch festgeschraubt werden. Mit den Schrauben wieder hier drauf achten. Es gibt zwei verschiedene Schraubentypen bei den meisten Modellen. Unten sind die mit dem Torx mit drin und oben sind die ohne.
So, wenn der Scheinwerfer jetzt drin ist, ist es dann nur noch daran, die ganzen Stecker wieder anzuschließen. So, mal schauen, dass wir die richtigen miteinander verbinden. Immer schauen, dass die schön einklipsen. Und dann hier noch die Leuchtweitenregulierung. Auch nicht vergessen. Und hier hinten noch den Blinker. Davor gegebenenfalls natürlich drauf schauen, ob bei dem neuen Scheinwerfer alle Leuchtmittel drinnen sind. Und wenn nicht, dann natürlich diese reinsetzen. Und jetzt gehen wir noch dazu, dass wir den Lichtkegel und die Leuchthöhe wieder einstellen. Also dazu natürlich das Licht einschalten und dann hier kontrollieren. Wir sehen, von der Höhe her passt es eigentlich. Bloß vom Kegel her ist er ein bisschen zu hoch, wenn wir den Kegel davor hier unten hatten. Also man muss es in Relation bringen. Also wir müssen ungefähr noch so ein Stück runter, dass wir hier dann anstehen an der Leuchtkante. Und das machen wir hier oben mit den Einstellschrauben. Hierfür stellen wir einen Kegel ein und hier die Leuchthöhe. Genau, und das Blöde ist jetzt natürlich, dass wir bei dem Sonnenlicht nicht sonderlich sehen. Das am besten dann am Abend machen oder sowas, oder wenn es ein dunklerer Tag ist. So, jetzt nochmal zum Vergleich. Die neuen Scheinwerfer von Depo, den Link findet ihr natürlich dazu wie immer in der Videobeschreibung, wo ihr sie kaufen könnt. Zu den alten sieht man natürlich recht deutlich, die schauen moderner aus, machen einiges mehr her als die völlig vermilchten Mattscheiben hier. Die andere Seite dann natürlich auch so durchführen, wie wir es auf der Seite gemacht haben. Und dann, ja, hat sich schon erledigt. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über Abonnenten, Kommentare und Likes. Und sagt nur noch bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.